Umverteilen, Reichtum besteuern. Gehört hat die Forderung jeder schon einmal. Doch was steckt dahinter? Einige befürchten, dass es an ihr Sparbuch geht, an ihr kleines Vermögen, das sie hart erarbeitet haben, an ihre Eigentumswohnung oder ihr Häuschen. Will man ihnen was wegnehmen? Nein. Bei der Vermögenssteuer geht es nicht um die Mittelschicht. Umverteilen ist die Forderung, den großen Reichtum in dieser Gesellschaft zu besteuern, damit er allen zugutekommt. Doch wo steckt der große Reichtum in dieser Gesellschaft? Das gesamte Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland beträgt über 9 Billionen Euro, also über 9.000 Milliarden Euro. Das wären umgerechnet pro Person weit über 100.000 Euro. Leider aber nur umgerechnet. Die Realität sieht anders aus. Der Reichtum in Deutschland ist so verteilt. Den reichsten 10% der Deutschen gehören über 2/3 des gesamten Nettovermögens im Land. 1% besitzt über 1/3, also rund 3.000 Milliarden Euro. Die Staatsschulden Deutschlands belaufen sich übrigens auf etwa 2.000 Milliarden Euro. Dem reichsten Promille der deutschen Bevölkerung, also 0,1%, gehört fast 1/4 des gesamten Nettovermögens. Den ärmsten 60% der deutschen Bevölkerung gehören übrigens 1% des gesamten Nettovermögens, also fast gar nichts. Viele haben sogar mehr Schulden als Vermögen, ein sogenanntes negatives Nettovermögen. 12 Millionen Deutsche sind arm oder von Armut bedroht. Aber Schluss mit den Armen. Wir wollen uns mit den Reichen beschäftigen, den richtig Reichen. Wer sind die? Und vor allem, wie sind die so reich geworden? Zuerst zum Wer. Laut Forbes gibt es 58 Milliardäre in Deutschland. Schauen wir uns die 10 reichsten unter ihnen mal genauer an. Da wären Karl Albrecht, Dieter Schwarz, Theo Albrecht Junior, Susanne Klatten, Michael Otto, Stefan Quandt, Johanna Quandt, nach ihrer Tochter Susanne Klatten die zweitreichste Frau Deutschlands, Klaus-Michael Kühne, Hasso Plattner und August von Finck. Nun zum Wie. Wie wird man so reich? Durch fleißige Arbeit, denken viele. Nein, jedenfalls nicht durch eigene. Was man sagen, als Lösung ausschließen kann, ist, durch ehrliche Arbeit reich zu werden. Das passiert nicht. In unserer Gesellschaft, des Kapitalismus, wird man reich durch Geschäftemacherei. Was ist Geschäftemacherei? Es ist natürlich Arbeit sozusagen einzukaufen und die Leute für sich arbeiten zu lassen, sozusagen in großem Stil, zu produzieren und vor allem zu verkaufen. Da kommt dann Reichtum zustande. Aber es ist niemals so, dass jemand durch seine Hände Arbeit, wie man so schön altertümlich sagt, reich werden kann. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Um mit seinem eigenen Gehalt in absehbarer Zeit tatsächlich so viel Geld anzuhäufen, müsste man schon 7-stellig, also im Millionenbereich, verdienen. Als Angestellter kann man das nur im obersten Management. Durchschnittlich 4,3 Millionen Euro verdienten die Chefs deutscher Konzerne im Jahr 2011. Durchschnittlich. Das heißt, ein paar verdienten ein paar Millionen weniger, einige bekamen ein paar Millionen mehr. VW-Chef Winterkorn zum Beispiel bekam 2011 inklusive einer Nachzahlung nach VW-Angaben 17,5 Millionen Euro. Seit 2003 haben sich die Gehälter der DAX-Vorstände übrigens verdoppelt. Hat ein Manager im Vergleich zum Mitarbeiter 1987 im Durchschnitt noch das 14-fache an Gehalt bekommen, war es 2010 schon das 49-fache. Werden da Fleiß und Leistung bezahlt? Es ist bei den Managern einfach so offensichtlich, was da passiert. Es ist klar, dass eine Gruppe von Leuten ihre Machtsituation ausnutzen. Also die stehen ja an der Spitze der Unternehmen und können selber entscheiden, natürlich im Einklang mit den Eigentümern des Unternehmens, wie viel
Geld sie sozusagen abgreifen, wie viel sie sozusagen ihren Aktionären zumuten können, dass sie sozusagen an die selber ausgeschüttet werden. Die Managerkaste entscheidet über ihre eigenen Gehälter. Doch auch als bestbezahlter Top-Manager ist man noch lange nicht bei den richtig Reichen. Man bleibt Millionär zweiter Klasse, zumal man ja doch dafür arbeiten musste. Wie wird man also hierzulande richtig reich? Schauen wir uns die Liste der 10 reichsten Deutschen nochmal an. 8 von 10 sind Erben. Und so ist es auch in den restlichen Listen des deutschen Geldadels. Die alten Namen und Firmen, die Gründer und ihre Erben stehen noch immer ganz oben. Ja, man wird reich, indem man einen reichen Vater hat oder eine reiche Familie. Familienclans sind das ja, die sozusagen in Deutschland den wirklichen Reichtum repräsentieren. Die Familie Quandt zum Beispiel, das ist eine alte Familie, die halt schon ihren Reichtum auch während der Nazizeit hatte. Und es ist ein Reichtum, der jetzt weitervererbt wird. Den geerbten Reichtum muss man natürlich zusammenhalten, verteidigen und vermehren. Susanne Klatten zum Beispiel hatte 2011 einen täglichen Vermögenszuwachs von 2,6 Millionen Euro. Täglich. Abends ins Bett mit 10 Milliarden 733 Millionen Euro. Morgens aufgewacht mit 10 Milliarden 735,6 Millionen. Wie macht man das? Grundprinzip ist, andere Leute für sich arbeiten lassen. Man besitzt zum Beispiel ein Unternehmen, hat eins geerbt. Dort schuften viele Menschen, um dem Eigentümer, der Eigentümerin, zu stetig mehr Gewinn zu verhelfen. Reicht der Gewinn noch nicht? Dann versucht der Eigentümer, die Eigentümerin, die Löhne zu drücken. Yeah. Falls Gewerkschaften und Tarifverträge im Weg stehen, kann man unter dem Motto Umstrukturierung eine ganze Menge machen. Zum Beispiel ein paar tausend Tarifbeschäftigte entlassen, indem man Standorte in Deutschland schließt und ins Ausland verlegt, wo Menschen zu Dumpinglöhnen arbeiten müssen. Viele deutsche Unternehmen haben gezeigt, wie einfach das ist. Einige Unternehmensbereiche kann man einfach outsourcen und an fremde Firmen, an Subunternehmer und Zulieferbetriebe abgeben, die ihre Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlen müssen. So wie die meisten Autofirmen das machen, aber auch etliche andere Unternehmen. Oder man entlässt Leute und holt sie über Leiharbeitsfirmen wieder in den Betrieb, wo sie dann oft für die Hälfte des Lohns arbeiten. Vorbilder gibt es da einige, beziehungsweise mit Werkverträgen viel geringer verdienen, wie es bei vielen Einzelhändlern gang und gäbe ist. Und die ganze Drecksarbeit brauchen die Eigentümer noch nicht einmal selber zu machen. Dafür haben sie schließlich die Manager. Und die kriegen ja eine anständige Belohnungsprämie. Andere arbeiten lassen, das ist auch das beste Rezept, wenn man kein eigenes Unternehmen hat. Man legt das Vermögen an, lässt es arbeiten. Das macht man natürlich auch nicht selber. In Banken arbeiten Leute, die sich um das Vermögen kümmern. Die legen es gewinnbringend an und vermehren es mit Kapitalerträgen, Zinsen, Dividenden, Kurs- und Spekulationsgewinnen. So werden zum Beispiel Aktien an Unternehmen gekauft. Der Vermögende wird Anteilseigner. Läuft das Unternehmen gut, schuften die Beschäftigten im Unternehmen also so richtig hart und werden dafür so schlecht wie möglich bezahlt, so bekommt der Anteilseigner eine Menge Gewinn ausgeschüttet. Und das Schöne für den Vermögenden: Die Kapitalerträge werden nicht so hoch versteuert wie Einkommen. Beim Arbeitseinkommen steigt die Steuer ja mit dem Verdienst. Also, je mehr jemand arbeitet und verdient, desto mehr Steuer muss er bezahlen. Bis zu 42%. Bei den Kapitalerträgen, wo andere Menschen für das Geld arbeiten und nicht man selber, muss man pauschal nur 25% Steuer bezahlen. Das Steuersystem dient ja eigentlich dazu, sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt überhaupt zu gewährleisten. Das Steuersystem ist sozusagen ein Weg ausgleichender Gerechtigkeit. Es sorgt dafür, dass die Starken ein bisschen mehr dazu beitragen,
um das Gesamtwohl zu erhalten, als die Schwachen. Und das ist sozusagen die Regel, nach der da eigentlich in allen zivilisierten Staaten so das Steuersystem funktioniert. Und in den letzten 20 Jahren hat sich das aber leider in eine völlig andere Richtung entwickelt. Es wurde systematisch sozusagen die hohen Schichten der Gesellschaft und die Vermögenden wurden begünstigt. Und es wurden die Spitzensteuersätze gesenkt und es wurden die Steuern, die die Allgemeiner zahlen müssen, vor allem die Armen, damit die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern, die wurden erhöht. Ist dem Vermögenden die Steuerbefreiung immer noch zu wenig, hat er die Möglichkeit, sein Vermögen vorm Staat zu verstecken. Steueroasen gibt es einige und auch dubiose Methoden, sein Geld verschwinden zu lassen. Auch dafür müssen die Reichen sich nicht selber die Hände schmutzig machen. Dafür gibt es die Branche der Vermögensverteidiger. Hier arbeiten Steuerberater, Buchhalter, Rechtsanwälte und Lobbyisten und finden Mittel und Wege, Geld am Fiskus in Deutschland vorbeizuschaffen. Schätzungen zufolge verliert Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung. Und da kann ich Steuernoasen ganz viele stilllegen und es werden immer noch welche da sein. Also es ist wirklich verdammt schwierig, aber der wesentliche Punkt ist, der Anspruch des Staates, den Kapitalverkehr zu kontrollieren, den Weg des Geldes zu kontrollieren, er ist aufgegeben worden als Grundprinzip des Liberalismus, Neoliberalismus, lasst es sein. Ja, wir dürfen das Geld überhaupt nicht verfolgen, das ist gegen die Menschenrechte, das Geld hat ja nämlich Menschenrechte. Und dieses Vermögen, das muss man kontrollieren. Falls die Steuerhinterziehung doch mal aufzufliegen droht, stellt man einfach eine strafbefreiende Selbstanzeige. So muss man zwar etwas vom Vermögen ans Finanzamt abgeben, aber man muss nicht ins Gefängnis. Steuerhinterziehung ist ja eigentlich kein Kavaliersdelikt. Es drohen Strafen bis zu 10 Jahren Haft. Wer aber rechtzeitig alles dem Fiskus gesteht, geht völlig straflos aus. Neoliberalismus, diese Wirtschaftspolitik, die nennen wir ja deswegen so, weil sie liberal ist. Sie lässt den Reichen den Spielraum, das zu tun, was sie wollen. Also es ist ein Verzicht, ein bewusster Verzicht auf die Kontrolle über die Reichen. Die Umverteilung von unten nach oben wird politisches Programm. Die Kehrseite der Vermögenskonzentration bekommen wir alle zu spüren. Die öffentliche und private Verschuldung und Armut nehmen zu. Gesellschaftlich notwendige Arbeit in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Pflege, Kultur wird in großem Umfang nicht mehr geleistet. Investitionen in öffentliche Gebäude und Infrastruktur bleiben weit hinter dem Notwendigen zurück. Überall fehlt es am Geld. Es ist ein Wettlauf in den Abgrund. Der Staat verarmt und die Menschen verarmen. Und die ökonomischen Konsequenzen sind, dass das Wachstum der Wirtschaft schwächer wird. Weil die Nachfrage, wenn die Leute arm sind, also oder ihr Einkommen stagniert, wenn das bloß stagniert, reicht das ja nicht aus, um genügend Endnachfrage zu schaffen. Der Henry Ford, der hat gesagt, Autos kaufen keine Autos. Das ist in der Tat so. Ja. Also das war ja ein erzreaktionärer Typ, dieser Henry Ford, aber das hat er wenigstens begriffen, dass er ein bisschen was seinen Arbeitern zahlen muss, damit die, wieder Autos kaufen können. Das ist das Prinzip, es muss irgendwas unten ankommen, weil sonst funktioniert das ganze System nicht mehr. Und deswegen ist einer der Gründe, weshalb wir diese Weltwirtschaftskrise haben, in der wir ja immer noch stecken. Man muss den Reichen also zum eigenen Wohl empfehlen, sich für eine andere Politik einzusetzen. Die Initiative Vermögende für eine Vermögensabgabe, eine Gruppe von Millionären im Bündnis Umverteilen, macht es vor. Sie appellieren an die Politik, Reiche wie sie selbst durch eine Vermögensabgabe stärker zu belasten. Wer in großem Maße von der Arbeitskraft unserer Gesellschaft profitiert, solle einen Teil seines angehäuften Kapitals wiederum in die Gesellschaft investieren.
Reich genug ist Europa, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen und sich einen entwickelten Sozialstaat, Bildung, Kultur und den notwendigen ökologischen Umbau zu leisten. International vergleichende Untersuchungen zeigen zudem, mit weniger Ungleichheit und mehr sozialem Zusammenhalt und Gerechtigkeit leben die Menschen, auch die Wohlhabenden, sicherer, gesünder und glücklicher.